bald der letzte Spaß und langsam wächst bei mir der Hass auf alle Bücher in meiner Mappe. Ich schalte ab und halt die Klappe. Nicht für die Schule lernen wir, sondern für das Leben, heißt es. So steht's an der Schultür und der Unterricht beweist es. Übersetzen Sie ins Deutsche, der Herr ist der Herr und der Knecht bleibt der Knecht. Der Stärkere hat immer Recht. Herr Lehrer, du seifst uns ein. Willst du wissen, was wir denken? Wir wollen freie Menschen sein. Wir brauchen eine Schule ohne Angst. Wir wollen nicht gelenkt werden und nicht lernen zu lenken. Wir können selber denken. Jugendlicher Übermut tut in der Schule selten gut. Doch davon geht die Welt nicht unter, sagt der Herr Lehrer, da schleife ich dir runter. Du wirst kein Mensch und du wirst kein Tier. Ich mach ein Automat aus dir. Systematisch werde ich dir dein Hirn aus deinem Kopf blasen. Exemplarisch füll ich's wieder mit 20.000 hohlen Phrasen. Herr Lehrer, du hast Blech im Kopf, doch davon geht die Welt nicht unter. Da streifen wir dir wieder runter. Wir sperren dich in die Klasse ein. Und dann schreibst du 100 Mal. Wir wollen freie Menschen sein und brauchen eine Schule ohne Angst. Wir wollen nicht gelenkt werden und nicht lernen zu lenken. Wir können selber handeln und selber denken. Die Lehrer, die sind schlecht erzogen und werden genauso wie ich betrogen. Sie streiten um die Krümel, die vom Tisch der Reichen fliegen und fressen zum Dank noch ihre Lügen. Und dann schenken sie uns kräftig ein und verkaufen uns ihre Pisse als Wein. Wir werden aus schlechten Lehrern wieder gute Schüler machen und aus einer Anstalt wieder eine Schule machen. Autoritäten sind leere Säcke, Paragraphen nur Prügelstöcke. Wir wollen nicht lernen mit Gewalt. Wir lassen uns nicht zwingen zu unserem Glück durch keinen Knüppel aus dem Sack. Wir wollen freie Menschen sein und brauchen eine Schule ohne Angst. Wir wollen nicht gelenkt.